Haben wir mehr Zeit, haben wir mehr Essen. Oder so. Aber wir haben jetzt erstmal schön Brot zum Snacken und dann passt das auch. Ich möchte so schnell wie möglich die Bäckerei der Stufe 2 erreichen. Haben wir noch Steine eigentlich? Da unten liegen noch 5 rum. Ah, okay, das reicht noch erstmal. Oh, verdammt. Ich habe vergessen, dass der ja Dachziegel machen soll. Ja, das ist das Dumme. Immer wenn ein Haus ausgebaut ist, macht der, der dann da dran arbeitet, immer automatisch das Erste, was er hat, in dem Fall Backstein. Und Al-Rhabarber greift wieder an. Verteidigungsmodus aktivieren. Nice. Das geht verdammt nochmal auf die Hungeranzeige und das kann ich gerade genauestens nicht gebrauchen, dass jetzt alle Hunger bekommen. Besonders wenn der Bäcker Hunger hat, dann habe ich ein richtig dickes Problem. Nebenbei Bäckerei, da fällt mir gerade ein. Wohn. Wohnhaus 2. Setze ich nämlich gleich ein Wohnhaus der Stufe 2 hier oben hin. Damit unsere Bäcker, unsere zwei Bäcker, die wir später haben, hier oben direkt das Haus bekommen. Das ist natürlich immer so eine großen Vorteile. Ja, Bäckerei 2. Okay. Erstmal ein bisschen Nahrung produzieren. Okay. Und Dachziegel, Marmor, Backstein. Das sollte machbar sein. Und jetzt muss es schnell gehen. Jetzt dürfen wir keine Fehler machen, sonst haben wir echt ein Problem mit der Nahrung. Okay, Art Beruf. Bauarbeiter. Alle auswählen. Ihr alle arbeitet jetzt an der Baustelle. So schnell wie möglich aufbauen. Sonst haben wir da echt ein riesiges Problem. Kann man eigentlich 3 reinmachen? Glaub nicht, nee. Nur 2 Leute passen da rein. Egal. Wenn das Haus schnell genug aufgebaut ist, dann schaffen wir das. Und ich denke, wenn wir erstmal eine Bäckerei der Stufe 2 haben, dann haben wir erstmal nahrungstechnisch voll ausgesorgt. Für den Anfang zumindest. Na komm schon, 76%, da geht doch mehr. Komm schon, ein bisschen geht noch, ein bisschen geht noch rein. Ein paar Prozent gehen noch. Mann. Ach, ist das schön. Leute, nicht schlafen, nicht labern, arbeiten. Sind die Verhältnisse hier. Wenn die sich nicht beeilen, haben wir echt ein Problem. Es gibt nämlich kein Brot mehr. Und wenn die alle Hunger haben, dann haben wir echt ein richtig großes Problem. Besonders wenn die Bauarbeiter Hunger bekommen, wie jetzt in dem Fall. Ah, da kommt der Marmor. Bitte mach schnell fertig. Komm schon. Ja, ja, ja. Komm schon, komm schon, komm schon. 98, 9. Nein! Nein, komm schon. Nicht bei 98% pennen gehen. Weitermachen, weitermachen. Ja. Endlich. So. Und jetzt macht Brot, meine Freunde. Macht doch mal bitte Brot, so schnell wie es geht. So, der Bauarbeiter wird dann gleich mal zum Träger. Oh, ach du Heilige. Ach du Heilige. Meine Bevölkerung verhungert. Nein. Mir fällt gerade auf... lass ich erstmal nur Brotproduktion. Ich brauche ja immer noch einen Bienenstock, fällt mir gerade auf. Und den habe ich gerade nicht. Egal, die müssen erstmal so schnell wie möglich Nahrung rauskloppen. Auch wenn es nur Brot ist. Zumindest irgendetwas müssen sie rauskloppen. Kommt schon. Das geht doch nicht. Aber langsam gibt es Brot. Das ist gut. Langsam wird es was mit dem Brot. Bienenstock können wir gleich hier rechts daneben bauen. Dann sieht das auch noch schön symmetrisch aus. Und zum goldenen Abschluss auch noch eine kleine Straße, die von da aus dorthin führt. Gut. Jetzt müssen wir noch irgendwie genug Stein auftreiben, um das Ganze bauen zu können.
unser Fischer hat auch nahezu keine Reserven mehr da, um irgendwas zu machen. Um genau zu sein, gar keine mehr. Träger. So, du bist jetzt Träger da drinne. Okay, jetzt haben wir... Der hat gleich genug Erfahrung. Ach, ist das schön. Richtig viel Brot. Jetzt brauchen wir noch einen und der macht jetzt Kuchen. Al-Rhabarber am Strand gesichtet, ja. Zum Glück nicht an unserem Strand. Boah, jetzt kommen sie wieder lang gelaufen, ne? Ja, zum Glück kann der König ja nicht sterben. Glaube ich zumindest. Ja, der König wird ignoriert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe es noch nie so weit gebracht, dass die gesamte Bevölkerung von dieser Stadt komplett gestorben ist. Aber ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass das nicht allzu schnell passieren wird. So, Sam. Deine Aufgabe. So, ihr drei, ihr geht mal nach da oben hin, da wo ihr sicher seid. Kein Bruchstein mehr? Na, hier oben ist noch ein bisschen Bruchstein. Das sind noch so ungefähr, schätze ich mal, 30 Bruchsteine. Aber dann ist auch Ende. Ende Gelände. Den schicke ich mal nach da unten. Das Ding können wir auch ausbauen, das ist nice. Aber erstmal müssen wir so schnell wie möglich den Bienenstock bauen. Bäckerkuchen. Und Bäckerbrot. Komm schon. Hä? Ach so, er macht gerade noch Brot, deshalb kann er gerade nicht gucken. Ja, okay, jetzt hat er... Jetzt Toren. Ach ja, stimmt, das ist... Der hat ja schon ein Haus. Das ist natürlich optimal. Aber jetzt ist das Haus da oben frei geworden für... Ich glaube, die Müller stecke ich rein. Komm, du gehst da rein. Und du gehst rein. Ihr seid nicht so wichtig, ihr könnt ruhig einen längeren Weg nehmen. Na, guckt euch das nochmal an. Wir haben mehr als genug Wähl. Und schon wieder ein Erdbeben. Yay, Erdbeben. Zum Glück macht das nicht so viel Schaden. Stellt euch mal vor, ich hätte hier unten gebaut. Hier unten ist Eisen. Das brauchen wir, um den Tribut zu erfüllen. Nur dummerweise ist genau da nämlich die kritische Zone. Da wird unser Haus nämlich so ca. 80% jedes Mal zerstört und da ist eine Kiste. Warte mal, ich nehme einfach Piani. Der steht hinten sowieso nur rum und macht nichts. Auf dem offenen Feld steht er hier rum. Und öffne die Truhe, Piani. Ich bitte darum. Der Töpfer hat hier anscheinend im Moment auch nichts zu tun. Ja, Dachziegel sind aber noch genug gegeben. Steinblöcke und Marmor auch. Zivilis ist erwachsen geworden. Wie sieht es mit der Nahrung aus? Die Krise ist noch nicht überwunden, aber grundsätzlich reicht es erstmal. Oh nein. Der Bienenstock wurde zerstört durch das Erdbeben. Ach gut, die Schreinerei wird ausgebaut. Wo sind eigentlich unsere Bauarbeiter alle hin? Und warum müssen wir wieder das ganze schwere Zeug durch die Gegend schleppen? Der Bauarbeiter hat... Wie weit ist denn der Bauarbeiter bitte gelaufen? Egal. Ach, da war ein Bauarbeiter drin, oder was? Das ist cool. Ja, aber ansonsten... Ich gucke hier gerade nochmal die Gegend durch, ob hier vielleicht irgendwo noch Truhen sind, die wir übersehen haben. Eigentlich gibt es ja sogar die Karte dafür, dass wir da gucken können. Wie ging das nochmal? Nein und nein. Nein. Warte. Nee, das war anders. Ah, aua. So, hier. Schafe. Kisten. Da steht noch eine Kiste. Hä? Wo denn? Ja. Gut, die Kiste ist auf jeden Fall sehr gut versteckt. Die sieht man natürlich sofort. Warum haben die alle Hunger?
Kommt schon, produziert ein bisschen was zu futtern. Was machen unsere Bäcker denn ehrlich? Sterben hier alle bald vor Hunger. Was machen unsere Leute da ernsthaft? Hä? Warum wollt ihr nicht arbeiten? Warum wollen die jetzt auf einmal nicht mehr arbeiten? Was ist denn das für ein Müll? Ja, toll, ist mir egal, dass sie alle Hunger haben. Alter, was ist denn das? Was ist das für ein Müll? Warum arbeiten die Wichser nicht? Hallo, arbeiten. Sind wir in Buschganistan, dass hier keiner arbeiten will? Was ist das für ein Müll? Alter, nee, was ist denn das für ein Müll? Warum arbeiten die nicht? Alter, jetzt snacken die denen das weg und der stirbt jetzt oder was? Sag ich, was ist das für ein Müll? Warum? Warum arbeiten die kleinen... Ey, das ist doch... Hier, guckt ihr das an. Honig ist voll, Mehl ist voll. Wasser... Ja, der erste ist schon verhungert. Geil. Alter, was machen die für eine Scheiße? Warum arbeitet hier keiner? Mir reicht's. Abreißen. Haus ihrer beisetzen. Bäckerei 2. Jetzt auf einmal will er wieder arbeiten, oder was? Nee, natürlich will er nicht arbeiten, ist klar. Ey, was ist denn das für ein verfickter Drecksbug jetzt? Ja, Leute. Ist vorbei. Die verhungern uns jetzt alle, weil die Typen zu inkompetent zum Scheißen sind, ey. Nee, keine Möglichkeit mehr. Die verhungern uns alle, ist vorbei. Können nochmal neu laden. Yay! Toll. Wegen irgendeinem verdammten Drecksbug dürfen wir jetzt nochmal alles von vorne machen. Das Einzige, was Sinn ergeben würde, wäre, dass der Brunnen beschädigt ist und deshalb kein Wasser gibt. Das wäre das Einzige, was überhaupt im Entferntesten Sinn machen würde. Obwohl das auch unlogisch ist, weil eigentlich die Ausgabe von irgendwas, egal ob es jetzt ein Brunnen ist oder was auch immer, nicht davon beeinflusst wird, wie der Zustand des Gebäudes ist. Mann, ey, das ist doch echt nicht zu glauben. Ja, tut mir leid, Leute. Müssen wir halt nochmal den ganzen Scheiß von vorne machen. Yay, eine halbe Stunde umsonst. Aber Leute, das will ich euch jetzt nicht antun. Ernsthaft. Ich werde jetzt einfach hier noch einen zweiten Save anlegen. So. Und dann würde ich sagen, ich beende jetzt die erste Aufnahme, Aufnahme-Season. Denkt an das Kommentieren, ob wir die Gegner vernichten sollen oder nicht. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und ja, ich werde jetzt einfach AFK? Nee. Ich werde jetzt offscreen wieder dahin spielen, wo wir eben gerade waren. Also mit den Bäckereien und so. Und dann werden wir uns wiedersehen. Genau an dieser Stelle, wenn wir das in etwa so wieder hatten, haben, wie wir es eben gerade hatten. Nur natürlich ohne, dass die ganzen Idioten verhungern, weil sie nicht backen wollen. In dem Sinne, bis dahin.